Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie alle zur Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe interessierte Öffentlichkeit, wir haben heute eine öffentliche Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales und ich freue mich, dass die Sachverständigen alle da sind, die wir gleich befragen werden. Vielen Dank schon mal für Ihr Kommen. Ich freue mich, dass das Ministerium da ist in Person von der parlamentarischen Staatssekretärin Frau Kramme. Ebenfalls herzlich willkommen. Die wichtige Ansage, dass der Getränkewagen angeblich unterwegs ist, soll ich auch noch vorab machen. Also sonst ist er immer eine halbe Stunde vorher da. Heute ist alles ein bisschen durcheinander im Bundestag, weil einfach sehr viele Sondersitzungen stattfinden, weil uns natürlich das Thema Griechenland so intensiv beschäftigt. Das können sicherlich alle verstehen. Gegenstand dieser öffentlichen Anhörung sind folgende Vorlagen unter Top A. Der Antrag der Abgeordneten der Fraktion Die Linke, gute Arbeit und eine sanktionsfreie Mindestsicherung statt Hartz IV. Unter B, Antrag der Fraktion Die Linke, Sanktionen bei Hartz IV und Leistungseinschränkungen bei der Sozialhilfe abschaffen. Und unter C, der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Existenzminimum und Teilhabe sicherstellen, Sanktionsmoratorium jetzt. Sie haben eine Menge Stellungnahmen, die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegeben worden sind, die liegen Ihnen alle vor auf Ausschussdrucksache 18/11406. Ja, von Ihnen, den Sachverständigen, die ich schon sehr herzlich begrüßt habe, wollen wir hören, wie Sie die Vorlagen, diese drei Anträge beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich noch einige Erläuterungen geben. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 60 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragesteller nach jeder Frage. Das heißt also, und das ist immer die Ermahnung an die Abgeordneten, möglichst eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, möglichst präzise Fragen, die auch konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der Zeit, das ist bei uns hier im Ausschuss so üblich, sind keine Eingangsstatements der Sachverständigen vorgesehen. Dazu dienen ja auch die schriftlichen Stellungnahmen, die Sie alle abgegeben haben. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde von 5 Minuten gibt. Das hat sich bei uns inzwischen bewährt. Hier können noch mal Fragen aus allen Fraktionen kommen. Jetzt begrüße ich Sie noch einmal, indem ich Sie alle einzeln persönlich aufführe, unsere Sachverständigen. Wir haben von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Frau Christina Ramp. Von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. Herrn Ivor Parvanov, vom Zentralverband des Deutschen Handwerks Herrn Jan Dannenbrink, von der Bundesagentur für Arbeit Herr Michael Schweiger, vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung Herrn Dr. Ulrich Wallwey, vom Deutschen Landkreistag Herrn Dr. Markus Mempel, vom Deutschen Städtetag Frau Verena Göppert, vom Deutschen Gewerkschaftsbund Herrn Ingo Kolf, vom Deutschen Caritasverband e.V. Frau Dr. Birgit Fix, von der Diakonie Deutschland Herrn Michael David, vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. Frau Konstanze Rogge und als Einzelsachverständigen noch Herrn Dr. Helmut Apel. Ihnen allen nochmal herzlich willkommen und wir beginnen direkt mit der Befragung der Sachverständigen und dazu bitte ich die Abgeordneten, dass sie immer direkt zu Beginn die jeweilige Institution bzw. den die Sachverständigen nennen, an den die Frage gerichtet ist. Es beginnt die CDU-CSU-Fraktion mit ihrer ersten Runde von 15 Minuten und da beginnt die Kollegin Eckenbach. Bitte sehr. Ja, guten Tag, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, an die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und an den Zentralverband des Deutschen Handwerkes. Wie beurteilen Sie die Regelungen zur Sanktionierung von erwerbsfähigen Grundsicherungsempfängern und Empfängerinnen bei Pflichtversäumnissen? Welche Erwartungshaltung besteht aus Sicht der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Praxis? Dann beginnt Frau Ramp bitte mit der Antwort. Vielen Dank. Also die Reform, mit der die Regelungen zu Sanktionen eingeführt wurden, haben große Erfolge gerade bei der Integration von Langzeitarbeitslosen gebracht. Die Zahl der SGB-II-Leistungsempfänger wurde zwischen 2005 bis 2014 beziehungsweise der Arbeitslosen im Bereich SGB-II um knapp 1/3 auf 2 Millionen gesenkt. Das ist ein Erfolg gewesen. Das ist auch zurückzuführen auf die Sanktionen. Eine erfolgreiche Grundsicherung besteht nicht nur aus dem Grundsatz des Forderns, sondern auch des Forderns. Subsidiarität, die in diesem Grundsatz zum Ausdruck kommt, ist wichtig für eine Grundsicherung, weil sie zum einen dazu beiträgt, dass die Solidargemeinschaft sich darauf verlassen kann, dass Hilfebedürftige nachrangig auf die Grundsicherungsleistungen zugreifen und vornehmlich Eigenanstrengungen auch unternehmen, um ihren eigenen Lebensunterhalt bzw. den Lebensunterhalt ihrer Familie
zu sichern. Es ist im Sinne der Steuerzahler, die teilweise aus geringen Einkommen dafür aufkommen müssen. Es ist auch im Sinne zukünftiger Generationen, die sich darauf verlassen können oder müssen, dass ein solider Haushalt vorgelegt wird, beziehungsweise dass auch künftig noch Finanzen zur Verfügung stehen und keine weiteren Belastungen mit Schaden für Wachstum und Beschäftigung bestehen. Das bestehende System der Sanktionen ist aus unserer Sicht ausgewogen. Es gibt im Falle von der Gefahr oder Risiken, was Wohnungsverluste oder Obdachlosigkeit beispielsweise anbelangt, Möglichkeiten einer Abmilderung. Gleichzeitig führen Sanktionen bzw. schon allein die Anreizwirkung der Sanktionen dazu, dass die Beschäftigungsaufnahme beschleunigt wird, dass mehr Personen und schneller aus dem Leistungsbezug herausgelangen, dass weniger Personen langzeitarbeitslos sind, beziehungsweise es wird deutlicher dadurch, gerade auch für Jüngere, welche Risiken in der Langzeitarbeitslosigkeit bestehen. Es muss gerade auch für Jüngere deutlich werden, und das wird es mit dem Sanktionssystem, welche Risiken in der Langzeitarbeitslosigkeit liegen. Ein Punkt vielleicht noch, die Vereinfachung und Entbürokratisierung von Sanktionen ist etwas, was wir uns gut vorstellen können, allerdings ohne, dass es dadurch zu einer deutlichen Abmilderung kommt. Vielen Dank. Dann Herr Pawanow, bitte sehr. Vielen Dank. Auch wir von der Bayerischen Wirtschaft halten den Sanktionsmechanismus für angemessen, notwendig und vor allen Dingen auch wirksam. Zu den Erfolgen der Hartz-IV-Reform hat Kollegin Frau Ramm schon einiges ausgeführt. Dass diese Reform erfolgreich war, liegt unserer Ansicht nach auch an diesem Sanktionsmechanismus. Es ist insbesondere das bereits angesprochene Anreizsystem. Es sind sowohl positive wie negative Anreize, die Prinzipien des Forderns und des Förderns, die unserer Ansicht nach fest zusammengehören, die dazu gewirkt haben, diese Erfolge herbeizuführen. Unsere Erwartungshaltung insofern ist auch völlig klar. Wir sind der Meinung, dass es auch richtig und auch künftig sinnvoll ist, das System mit einem Anreiz in dieser Richtung, also auch negativ Anreizen zu versehen, um letztlich die gesellschaftlich gewünschten Verhaltensänderungen, Verhaltensweisen mit zu bewirken. Danke. Und Herr Dannenbrink war noch gefragt. Bitte. Ja, vielen Dank. Auch das Handwerk hält die Sanktionsmöglichkeiten nach dem SGB II für erforderlich und auch für angemessen. Die Sanktionsmöglichkeiten sind ein Kernelement des Prinzips von Fördern und Fordern und sind gerade auch für die Aktivierung von Hilfebedürftigen unverzichtbar. Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Handwerk sind auch Steuer- und Beitragszahler, und als Teil der Solidargemeinschaft haben sie auch einen Anspruch darauf, dass Hilfebedürftige alles dafür tun, dass sie ihre Hilfebedürftigkeit überwinden und eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Und dazu kann manchmal eben auch der heilsame Druck von Sanktionen durchaus sinnvoll sein. Und insofern muss an dem Instrument der Sanktionen festgehalten werden. Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht auch die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit der jetzt geltenden Regelungen festgestellt. Von daher hält das Handwerk an dem bestehenden Recht und an dem bestehenden Instrumentenkasten, was die Sanktionen betrifft, fest. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster fragt der Kollege Stracke. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir bleiben am besten gleich bei den drei benannten Sachverständigen von der vorherigen Runde. Ist es denn aus Ihrer Sicht gerechtfertigt und sinnvoll, dass Jugendliche im SGB II härter sanktioniert werden als ältere erwerbsfähige Leistungsberechtigte? Ich wäre hier für eine Begründung Ihrer Auffassung dankbar. Vielen Dank. Dann machen wir es jetzt mal andersrum, damit es ein bisschen spannender wird. Und Herr Dannenbrink darf beginnen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Gerade bei den unter 25-Jährigen gilt es, Langzeitarbeitslosigkeit frühzeitig zu verhindern. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig das gesamte Spektrum der verfügbaren Instrumente, und dazu gehören notfalls eben auch Sanktionen, auszuschöpfen, um diese Personengruppe in Ausbildung oder Beschäftigung zu bringen. Aber Sanktionen alleine reichen natürlich nicht aus, das ist klar. Gleichzeitig bedarf es möglichst praxisnah konkreter Unterstützungsleistungen. Und in diesem Bereich ist das Handwerk besonders aktiv, gerade wenn es um die Wege in Ausbildung geht. Da gibt es zahlreiche Instrumente, die vom Handwerk besonders genutzt werden. Ich möchte nur einige auflisten. Das ist die assistierte Ausbildung, das Instrument der assistierten Ausbildung, bei der speziell geschulte Ausbildungsbegleiter Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz begleiten, die Jugendlichen aber auch sozialpädagogisch
betreuen und bei Konfliktsituationen im Betrieb ihnen zur Seite stehen. Das ist auch besonders wichtig, um einen nachhaltigen Integrationserfolg zu sichern. Dann die ausbildungsbegleitenden Hilfen, die sozialpädagogische und fachliche Unterstützungsangebote für Auszubildende mit entsprechendem Bedarf vorsehen. Dann die Einstiegsqualifizierung, auch ein sehr erfolgreiches Instrument. Und darüber hinaus bieten auch die Kammern und Fachverbände des Handwerks zahlreiche Unterstützungsleistungen, gerade für Jugendliche, Hilfebedürftige. Da geht es von individuellem Coaching über Nachhilfeunterricht, über Praktika bis hin zu Feriencamps, zur Berufsorientierung. Es sind, glaube ich, gerade diese praxisorientierten, betriebsnahen Angebote, die dann auch wirklich einen nachhaltigen Erfolg gerade bei der Gruppe der Langzeitarbeitslosen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Pawanow, bitte sehr. Vielen Dank. Zu den vielfältigen Fördermaßnahmen hat mein Kollege gerade etwas gesagt. Das ist auch richtig und das ist sogar besonders wichtig bei jungen Menschen, das ist gar keine Frage. Aber auch die Gefahr, mich unbeliebt zu machen, damit korrespondiert auch, wie das Stärkere fördern, auch das Stärkere fordern. Wir halten es deswegen für richtig, dass bei jüngeren Menschen tendenziell etwas, man muss offen sagen, härtere Regelungen, härtere Sanktionen greifen können. Denn gerade zu Beginn sozusagen der Berufslebensphase halten wir es für besonders wichtig, durch diese Anreizsysteme, die Anreizwirkungen, die mit den Sanktionen verbunden sind, sozusagen den Anstoß zu geben, ein letztlich vernunftgeleitetes Handeln anzunehmen. Ich wage es hier, kann zu zitieren, Strafe ehrt die Vernunft, Sanktionen appellieren an die Vernunft. Und das tun eben auch Negative, auch wenn es nicht erfreulich ist, auch wenn es im Einzelfall hart sein kann. Von den Härtefallregeln möchte ich gar nicht sprechen, die gibt es ja. Auch wenn es natürlich tendenziell härter ist als bei anderen, aber genau das ist letztlich auch gewollt und gesollt und richtig so. Und Frau Ramp, bitte sehr. Ja, ergänzend zu dem, was bereits gesagt wurde, es gibt zwar eine dünne Datenlage bisher, aber es gibt auch Erkenntnisse, die dahingehen, dass gerade auch stärkere Sanktionen auch entsprechend deutlicher wirken. Und insofern würden wir auch hier von einer Abschwächung absehen. Sowohl bei Meldeversäumnissen als auch bei Pflichtverletzungen gibt es die Tendenz zu einer deutlich stärkeren Beschäftigungsaufnahme und selbst auch den klaren Hinweis, dass allein der Anreiz schon ausreicht. Das zeigen auch Befragungen von Sanktionierten selbst, dass schon der Anreiz ausreicht, dass zu einer stärkeren Kooperation mit den Jobcentern übergegangen wird. Das Ziel, das damit erreicht wird, ist, dass Jugendliche nicht verloren gehen, dass sie schneller in Arbeit kommen oder in Ausbildung, dass sie Selbstvertrauen tanken können, dass sie auch dauerhaft lernen, dass man nicht abhängig sein kann und darf von der Solidargemeinschaft. Und was auch fürs Arbeitsleben von Bedeutung ist, dass sie lernen, dass Pflichtbewusstsein und auch Zuverlässigkeit durchaus zu etwas gehört, was man im Arbeitsleben mehr als dringend brauchen kann, um auch erfolgreich zu sein und dauerhaft auf eigenen Beinen stehen zu können. Vielen Dank. Als Nächster fragt der Kollege Weiß. Bitte sehr. Meine Frage richtet sich an die Bundesagentur für Arbeit und die beiden kommunalen Spitzenverbände. Die Datenlage zu den Wirkungen von Sanktionen für unter 25-Jährige ist ja relativ dürftig. Deswegen meine Frage an Sie. Liegen Ihnen aus den Jobcentern bzw. den kommunalen Trägern Rückmeldungen vor zu den Wirkungen, die diese Sonderregelungen bei den Sanktionen für unter 25-Jährige bewirken? Und welche Ansätze würden Sie denn in Bezug auf diese Arbeitsgruppe aus diesen Rückmeldungen uns vorschlagen? Vielen Dank, Herr Schweiger, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Sie haben aus meiner Sicht zutreffend festgestellt, dass die Datenlage, was diese Fragestellung und deren Beantwortung angeht, äußerst dürftig ist. Wir haben natürlich ein breites Spektrum an Meinungen aus der Praxis eingeholt, sowohl intern wie auch im Rahmen der Ihnen ja bekannten Arbeitsgruppe Rechtsvereinfachung der ASMK, wo auch diese Fragen diskutiert worden sind, unter anderem mit dem Ergebnis und mit dem Fokus der Rechts- und Verfahrensvereinfachung, also der Herstellung auch höherer Transparenz. Ich unterbreche Sie mal, aber ich ziehe es nicht von Ihrer Zeit, aber Ihr Mikrofon hallt so doll. Vielleicht nehmen Sie das des Nachbarn und wir versuchen mal zu klären, woran es liegt. Und dann erhöht sich auch die Aufmerksamkeit, besonders aus den Reihen der Fragesteller wieder. Bitte sehr. Ja. Bin ich zu hören? Ja, jetzt geht es. Okay. Okay. Ja, ich habe gerade noch mal angeführt,
dass wir natürlich entsprechende Stimmungsbilder auch speziell eingesammelt haben in der Arbeitsgruppe Rechtsvereinfachung der ASMK, an der ja Bund, Länder, Kommunale Spitzenverbindung BA und sonstige beteiligt waren, wo man speziell sich auch zu diesem Thema Gedanken gemacht hat, inwieweit es noch gerechtfertigt ist, diese Sonderregelung Ü25, U25 im Bereich des Sanktionenrechts im SGB II aufrechtzuerhalten. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war es überwiegendste Auffassung, dass aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung man dazu gehen sollte, diese beiden Gruppen sozusagen in ihren Wirkungen anzugleichen, in dem Fall auf das Niveau der Ü25-Regelung. Wir haben also nicht feststellen können, dass das in irgendeiner Weise spezifisch hilfreich ist, an diesen jetzigen Differenzierungen festzuhalten, sondern im Gegenteil eine hohe Intransparenz und Unsicherheit auch in der Anwendung da festzustellen ist. Danke, Herr Mempel, bitte sehr. Ja, diese Auffassung teilt auch der Deutsche Landkreistag. Wir sind auch dafür, dass die strengeren Sanktionsregelungen für unter 25-Jährige den Ü25-Regelungen angeglichen werden sollten. Das dient, wie schon richtig bemerkt wurde, der Verwaltungsvereinfachung. Also man muss sozusagen in den Jobcentern dann nicht mehr zweigleisig fahren, sondern hat ein sehr viel homogeneres Instrumentarium zur Anwendung zu bringen. Darüber hinaus stehen wir auch hinter der Verabredung oder hinter dem Vorschlag in der AG-Rechtsvereinfachung bei den KDU, bei der Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung, keine Kürzung vorzunehmen. Das geht sozusagen noch mal darüber hinaus, über die Angleichung der Sanktionsregelung U25. Wenn Sie nach Rückmeldung aus den Jobcentern fragen, dann ist unsere Beobachtung darüber hinaus, dass die Anwendung der Sanktionsregelung insgesamt, U25 und Ü25, sehr viel vorsichtiger erfolgen, als das ja noch vor Jahren der Fall war. Also man hat sich hier auch eingespielt, man hat das gegebene Instrumentarium auch geschafft, sozusagen auf den Einzelfall bezogen anzuwenden. Sie haben gelesen, Sie haben gehört, die Sanktionsquote beträgt nur 3,2%. Also es spielt eine relativ geringe Rolle, Sanktionierung im Arbeitsalltag der Jobcenter. Und man hat hier halt zum Beispiel über die Formulierung in Eingliederungsvereinbarung. Ja, wie verbindlich formuliere ich Verpflichtungen des Leistungsberechtigten? Beziehungsweise wie genau prüfe ich sozusagen das Vorliegen eines wichtigen Grundes, ja, hinsichtlich der Nichtverhängung von Sanktionen? Das reicht ja von psychischen Beeinträchtigungen über familiäre Probleme, also bis zur Würdigung der Gesamtsituation des Leistungsberechtigten. Insofern haben Sie da ein ganz differenziertes Instrumentarium, was es auch jetzt schon erlaubt, in einer insgesamt homogenisierten Form, also harmonisiert, vereinfachten Form, Ü25, da weiterhin fördern und fordern, zu einem guten Ausgleich, zu einem guten, ausbalancierten Verhältnis zu bringen. Danke. Vielen Dank. Frau Göppert, bitte sehr. Jetzt ganz schnell noch, aber das fällt leicht, weil Bundesagentur für Arbeit, Deutscher Landkreistag und auch der Deutsche Städtetag hier einstimmig diese Auffassung vertreten, dass die besonderen Sanktionsregelungen für Jugendliche unter 25, dass man sie angleichen sollten an die der Erwachsenen und es keine verwertbaren Belege gibt, dass da eine Wirkung erzielt wird, die den hohen Verwaltungsaufwand, die die Jobcenter damit haben, rechtfertigen würden. 8, 6. Herrn Schweiger unterbrochen habe, dürften Sie jetzt noch den Satz in Ruhe zu Ende bringen. Keine Sorge. So streng ist es ja auch nicht. Nee, ich war eigentlich soweit fertig. Wunderbar. Gut. Dann beenden wir die Befragungsrunde der, vermute ich, oder ich sehe es zwar nicht, aber wir beenden die Befragungsrunde der CDU-CSU-Fraktion und gehen über zur Befragungsrunde der SPD-Fraktion. Da beginnt Frau Schmidt, bitte sehr. Dankeschön. Ich möchte den DGB gerne fragen, ob wir weiterhin Regelungen brauchen, die bei sogenannten Obliegenheitsverletzungen, also Verletzungen der Mitwirkungspflichten, greifen. Wenn ja, bei welchen und wie begründen Sie Ihre Position? Herr Kolff, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Der DGB spricht sich, Sie haben es der Stellungnahme entnommen, nicht für die Abschaffung der Sanktionen aus, sondern wir sind für einen grundlegenden Umbau. Die Stichwörter dazu lauten, wir wollen eine Entschärfung des Sanktionsrechts, wir wollen, dass flexibler auf die Einzelfälle eingegangen werden kann, gerade bei Verhaltensänderungen, dass es auch entsprechend die Sanktion aufgehoben wird. Wir wollen, dass nicht in das physische Existenzminimum hineingekürzt wird und auch keine Kürzung der Unterkunftskosten, das ist mehrmals schon angesprochen worden. Und auch die Beseitigung des Sondersanktionsrechts für Jugendliche. Also da sehe ich ja schon einen relativ breiten Konsens heute.
für die Abschaffung oder die Aussetzung der Sanktionen spräche, dass das Verhältnis von Fördern und Fordern aus unserer Sicht in den letzten Jahren völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Also das Fordern ist eindeutig, hat Überhand genommen, das Fördern wird sehr, sehr klein geschrieben. Gegen die Abschaffung der Sanktionen, und das ist aus meiner Sicht immer noch überwiegend, also das heute noch nicht gerechtfertigt ist, die Sanktionen abzuschaffen, nenne ich drei Gründe. Das eine ist Hinweise aus der Praxis der Jobcenter, dass gerade die kleineren Sanktionen in gewisser Weise hilfreich sind, um eine notwendige Mitwirkung einzufordern und auch nachzuholen, wenn die nicht erbracht wurde. Also gerade die niedrigeren Sanktionen haben aus der Rückmeldung der Praxis eine gewisse Berechtigung. Der zweite Punkt ist ein Gerechtigkeitsaspekt, auch innerhalb der Gruppe der Hartz-IV-Empfänger. Ich halte es für ungerecht, alle gleich zu behandeln, egal ob der Betreffende oder die Betreffende mitzieht oder nicht. Also Ungleiches gleich zu behandeln, finde ich, ist kein guter Weg. Und das dritte ist die Akzeptanz für das ganze Leistungssystem in der Gesellschaft. Man muss sehen, dass auch bei denen, die das ganze System über ihre Steuern finanzieren, muss eine gewisse Balance eingehalten werden. Also in der Summe sind wir sozusagen für eine Beibehaltung der Sanktionen, aber für eine deutliche Entschärfung und einen Umbau. Vielen Dank. Als nächster der Kollege Bartke, bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Frau Rogge vom Deutschen Verein. Und die Frage ist, ob durch die geltenden gesetzlichen Regelungen nach Ihrer Einschätzung die verfassungsrechtlich gebotene Sicherung des Lebensunterhalts auch während einer Sanktion gewährleistet ist. Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Vielen Dank, Frau Rogge ist gefragt. Moment, da bitte sehr. Vielen Dank. Problematisch ist aus Sicht des Deutschen Vereins die Sicherung des Existenzminimums bei einer 100-prozentigen Sanktion, also wenn auch die Bedarfe für Unterkunft und Heizung gestrichen werden, denn zum Existenzminimum gehört unzweifelhaft auch das Wohnen. Bei Sanktionen über 30%, also bei wiederholten Pflichtverletzungen, kann aus unserer Sicht das Existenzminimum sichergestellt werden durch die Gewährung ergänzender Sachleistungen. Das ist auf Antrag möglich. Hier könnte man es problematisieren, dass die Sachleistungsgewährung im Ermessen des Jobcenters steht. Also das wäre aus unserer Sicht vielleicht der einzige kritische Punkt. Ansonsten sind wir der Auffassung, dass man die Existenz eben auch durch ergänzende Sachleistungen sichern kann. Denn es ist letztlich die Entscheidung des Gesetzgebers, auf welche Weise und durch welche Mittel er das Existenzminimum sichert. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Paschke, bitte sehr. Dankeschön. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Fix von der Caritas und Herrn Dr. Wallwey vom IAB. Ich will noch mal zurückkommen auf die Sanktionen für die U25-Jährigen. Ist es aus Ihrer Sicht vertretbar, dass Jugendliche härter sanktioniert werden? Und vor allem, welche Erkenntnisse auch aus Studien und Erfahrungen haben Sie in der Beziehung? Frau Fix, bitte sehr. Wir halten die verschärfte Sanktionierung von Jugendlichen nicht für vertretbar. Es ist so, dass Sanktionen grundsätzlich ein starker Einschnitt für die Menschen sind, dass es Existenzsorgen auslöst und Ängste. Scharfe Sanktionen haben da noch viel größere Folgen. Und aus unserer Praxiserfahrung mit Jugendlichen möchte ich sagen, dass solche Sanktionen auch kontraproduktiv sein können. Im extremsten Fall kann es dazu kommen, dass es zu Wohnungslosigkeit kommt, dass die Jugendlichen zur Beschaffung lebensnotwendiger Dinge auch kriminelle Handlungen machen. Also aus unserer Sicht ist diese Sache von daher wirklich nicht vertretbar. Das DJI hat ja auch aktuell eine Studie gezeigt, in der aufgezeigt wurde, die Gefahr des Abbruchs des Kontaktes. Das ist auch eine Erfahrung, die wir in unseren Einrichtungen und Diensten gemacht haben und hat immerhin eine Zahl von schätzungsweise 21.000 Jugendlichen genannt, die den Kontakt komplett abgebrochen haben, sowohl zum Jobcenter als auch zum Jugendlichen. Ein sehr großes Problem ist aus unserer Sicht, dass durch die besonders scharfen Sanktionen auch das Vertrauen verloren geht. Das wird auch wissenschaftlich bestätigt. ISG hat 2013 dazu eine Untersuchung gemacht, in dem ein Drittel aller Jugendlichen bei der ersten Sanktion angegeben hat, dass der Vertrauensverlust zum Jobcenter gegeben ist. Bei der zweiten Sanktionierung waren es bereits über die Hälfte.
Bei einer 10%-Minderung hingegen haben 2/3 gesagt, dass sie Verständnis dafür haben für diese Sanktionierung. Nun ist das Vertrauen ja ein ganz essentieller Punkt, damit man auch zu einer guten Zusammenarbeit mit dem Jugendlichen kommt. Was wir erreichen müssen, damit wir Jugendliche aus der Arbeitslosigkeit herausholen, ist, dass sie eine optimale Förderung erhalten. Und das bedeutet für mich auch, dass es eine Förderung ist, die aus allen Bereichen die Hilfe zusammenbringt, das SGB II, das SGB III, das SGB VIII und das SGB XII, und dass die Hilfe mit dem Jugendlichen zusammen besprochen wird, welche Angebote gemacht werden müssen und welche Maßnahmen notwendig sind. Also wir sind hier ganz klar der Meinung, dass es wichtiger ist, sozusagen zu helfen, anstatt mit verschärften Strafen hier vorzugehen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass auch verfassungsrechtlich die Frage im Raum steht, ob wirklich diese Ungleichbehandlung gesetzlich gegeben ist. Und man muss ja auch immerhin mal anschauen, dass es kein anderes Sozialgesetz gibt, in dem diese Sondersanktionen für Jugendliche unter 25 gegeben sind. Also wir sind vor diesem Hintergrund ganz klar für die Abschaffung. Vielen Dank. Herr Wallwey, bitte sehr. Ja, aus Sicht der Wissenschaft stellt sich das Thema auch außerordentlich differenziert dar. Man kann erstmal feststellen, dass wenn wir auf die Studien, die wir haben, also die quantitativen Analysen wie auch Befragungsergebnisse, jetzt so Tiefeninterviews von Personen, man erstmal ganz klar sagen kann, egal ob es sich um unter 25-Jährige oder über 25-Jährige handelt, die Evidenz zeigt, dass es eben zu beschleunigten Übergängen von Sanktionierten in Beschäftigung kommt. Das gilt letztendlich für beide Gruppen. Dieser Befund ist da. Allerdings muss man dann, wenn man auf die Frage der Rechtfertigung dessen schaut, dass speziell bei den Jugendlichen härtere Sanktionen vorgesehen sind, natürlich am Ende zeigen können, dass diese noch wirksamer sind als bei Erwachsenen oder bei Älteren. Dieses finden wir so in den Analysen nicht. Also wir sehen keine, sagen wir mal jetzt, wissenschaftliche, arbeitsmarktpolitische Begründung letztendlich für diese härteren Sanktionen. Der andere Punkt, der betrifft dann letztlich die Folgen. Dazu haben wir auch Ergebnisse. Und da muss man natürlich schon sich mit der Frage der Verhältnismäßigkeit von Sanktionen auseinandersetzen. Und das ist ja auch schon hier von den Vorrednern angesprochen worden. Wir haben da auch klare Hinweise, dass wenn die Sanktionen relativ stark ausfallen, also mit beträchtlichen Leistungskürzungen verbunden sind, dass dann natürlich schon soziale Probleme bei den Betroffenen zu erwarten sind und auch, dass dieses Risiko besteht. Und letztendlich führt dies natürlich dazu, dass man eher darüber nachdenken müsste, vielleicht bei schwereren Pflichtverletzungen Sanktionen eher zu verlängern, als eben höhere Leistungskürzungen vorzunehmen. Vielen Dank. Und eine kurze Frage schaffen wir noch von Frau Wolf. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Meine Fragen gehen an Frau Dr. Fix und an Frau Rogge. Wir haben ja eben schon über die Sanktionen der unter 25-Jährigen gesprochen. Es hört sich schon so an, als wenn man das überprüfen muss, ob das so weitergeht. Meine Frage ist, gibt es darüber hinaus zu den sanktionsrechtlichen Fragen noch Fragestellungen, die zusätzlich überprüft werden müssten? Und vielleicht könnten Sie auch noch die Frage der Kosten der Unterkunft mit einbeziehen. Vielleicht haben Sie ja Vorschläge dazu. Frau Fix, bitte sehr. Ich mache im Anbetracht der Zeit schnell. Also die KDU sollte aus unserer Sicht auf jeden Fall rausgenommen werden aus der Sanktionierung. Wir fordern auch eine höhere Flexibilität. Bei Meldeversäumnissen sollte nur sanktioniert werden, wenn es der Zweck wirklich die Erwerbsintegration ist. Die Arbeitsgelegenheiten sollten auch nur sanktioniert werden, wenn sie wirklich in der Eingliederungsvereinbarung Gegenstand sind. Wir sind für eine Beschränkung der Sanktionen auf 30%, halten es für unabdingbar, dass bei 30% auch Sachleistungen erbracht werden. Die Rechtsfolgen, über die müssen die Personen auf jeden Fall schriftlich unterrichtet werden. Widersprüche sollten aufschiebende Wirkung haben. Wir sind auch für die Einrichtung einer Ombudsstelle und generell sind wir der Meinung, dass Fördern und Fordern eine bessere Balance gebracht werden muss und die Eingliederungsvereinbarungen auf Augenhöhe gemacht werden müssen und mehr Förderangebote her müssen. Das haben Sie schnell auch hingekriegt in der Zeit und die SPD-Fraktion kann Frau Rogge in der nächsten Runde noch mal fragen, wenn sie möchte. Und wir gehen über zur Fragerunde der Fraktion Die Linke und da beginnt Herr Kollege Birkwald, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn David von der Diakonie. Herr David, die Diakonie wirft mit ihrer Stellungnahme ja sehr grundlegende Fragen auf. So sagen Sie unter anderem,
Das Grundrecht auf eine ein soziokulturelles Existenzminimum darf nicht beschnitten werden. Daher frage ich Sie, wie bewerten Sie aus einer menschenrechtlichen Perspektive und aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive die Zulässigkeit von Sanktionen, also von Leistungskürzungen bei offiziell anerkannt hilfebedürftigen Personen in der sogenannten Grundsicherung für Arbeitssuchende? Vielen Dank, Herr David, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Wir sind ja in einer Situation, wo das Existenzminimum durch internationale menschenrechtliche Verträge geschützt ist und auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hervorgehoben wird, dass das soziale und kulturelle Existenzminimum sicherzustellen ist. Auf der Seite der Vereinten Nationen wurde Deutschland vom Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der Vereinten Nationen 2011 wegen der Sanktionspraxis, wie wir sie heute haben, kritisiert. Man wird diesen Widerspruch nicht auflösen können, weil wenn ich einerseits das beschreibe in einer Existenzsicherung, was das unbedingt zum Leben Notwendige ist, um ein Mindestmaß an sozialer und kultureller Teilhabe zu haben, kann ich kaum eine Regelung mir vorstellen, die gewährleistet, dass man auf der anderen Seite davon etwas kürzen kann. Deswegen tritt die Diakonie Deutschland für die Abschaffung von Sanktionen im SGB II ein und bewertet jeden Schritt, der zu einer Abmilderung führt, als positiven Schritt. Wir haben eine Diskussion gerade gehabt in der Bund-Länder-AG, wo alle sich dafür ausgesprochen haben, eigentlich zu Abmilderungen zu kommen. Wir haben sehr viele Vorschläge, die in diese Richtung gehen, und wir fordern alle Beteiligten auf, da tätig zu werden. Und noch einmal der. Das ist zwar nett von Ihnen, aber nicht erlaubt. Deshalb dürften Sie das nicht noch mal machen, bitte. Als Nächste ist Herr Birkwardt noch mal dran, bitte sehr. Ja, aber vielleicht wird auch die zweite Antwort auf Zustimmung stoßen, auch wenn Sie dann nicht mit Klatschen, auch wenn sie dann nicht mit Klatschen bekundet werden darf, Frau Vorsitzende. Auch meine zweite Frage geht an Herrn David. Herr David, die Diakonie unterstützt ja durch ihre Einrichtung Menschen mit ganz konkreten Beratung. Bitte berichten Sie dem Ausschuss aus diesen Erfahrungen heraus, welche sozialen Folgen die derzeitigen Sanktionsregeln und die derzeitige Sanktionspraxis haben. Herr David, bitte sehr. Die geltenden Sanktionsregelungen führen dazu, dass die Personen, die auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen sind, insgesamt dem Hilfesystem mit großer Angst begegnen und sehr stark die Wahrnehmung haben, dass ihnen Demütigungen zugefügt werden. Das sind Dinge, die in unserer Stellungnahme stehen, worauf aber auch der Deutsche Caritasverband hingewiesen hat. Es ist sehr schwer in einer Atmosphäre, wo Konsequenzen schneller erfolgen können als bei Fehlverhalten im Strafrecht, ein Klima des Vertrauens aufzubauen, wo Menschen das Gefühl haben, es geht darum, ihre Ressourcen zu achten und sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Dazu kommt die Problematik, dass wir ja eine Halbierung der Eingliederungsmittel haben. Das heißt, dass also die Sanktionshöhe insgesamt, was an Sanktionen ausgesprochen wird, immer noch stabil gleich hoch ist, aber gleichzeitig auch gar keine Angebote da sind, beziehungsweise diese Angebote sehr stark runtergefahren wird. Und da ist es bei vielen Personen so, dass sie jahrelang sich bemühen, das hat auch Klaus Dörre in seiner Studie Bewährungsproben für die Unterschicht dargelegt, wirklich alles tun, um in Arbeit zu kommen, und irgendwann können die Leute einfach nicht mehr. Sie leben in Regionen, wo es keine Jobs gibt, sie haben die 150. Bewerbung hinter sich, und in dem Moment erleben sie dann, dass eine Sanktion droht, und das wird als sehr starke Entmutigung und als sehr starke Demütigung erlebt. Vielen Dank. Als Nächste fragt Frau Zimmermann, bitte sehr. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Apel. Welche Auswirkungen haben Sanktionen auf die soziale und berufliche Integration von SGB-II-Leistungsberechtigten? Gibt es in Ihrer Studie einen Beleg, dass durch Sanktionen eine Verhaltensänderung der Leistungsberechtigten mit dem Effekt der Verbesserung der beruflichen Integration erreicht wird? Oder zeigen die Ergebnisse der Studie nicht eher einen kontraproduktiven Vertrauensverlust? Also ich selbst kenne auch viele Menschen und kann die Situation, die der Herr David vorhin beschrieben hat, auch wiedergeben, dass viele davor stehen und auch Angst haben. Also dass es eigentlich nur die Angstsituation ist, die damit ausgelöst wird. Vielleicht können Sie auf meine Frage eingehen. Vielen Dank, Herr Apel, bitte sehr. Ja, ich kann gerne versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Wir haben ja vor gut 2 Jahren eine Befragung durchgeführt unter sanktionierten und nicht sanktionierten SGB-II-Leistungsempfängern und haben dort eben auch nach Wirkungen dieser Sanktionen gefragt.
Allerdings muss man hier methodisch einfach noch mal von vornherein klar sagen, wir können nur über die sogenannte Ex-Post-Sanktion etwas aussagen. Also wenn wirklich eine Sanktion ausgesprochen wurde, die über den großen Effekt der generellen Androhung von Sanktionen, wird zwar häufig gesagt, wir wissen, dass diese Sanktionen wirken, wir wissen es aber tatsächlich nicht, weil es sozusagen keine Vergleichssituation gibt, in der diese generelle Sanktionsandrohung nicht wirkt. Aber wir wissen auf unserer Befragung, dass die Sanktionen die Betroffenen tatsächlich schon sehr stark treffen. Also sie sagen zum größeren Teil, also auch diejenigen, die nur 10% Kürzung erfahren haben, dass sie sich seit der Leistungskürzung mehr Sorgen machen um ihre Situation, und bei einer Minderung bis zu 100% sagen das 80%, und rund 50% der Sanktionierten, auch der über 25- und unter 25-Jährigen, sagen, seelische Probleme wie Ängste und Niedergeschlagenheit hätten zugenommen. Und was eben auch ein wichtiger Punkt ist und der wahrscheinlich vom Gesetzgeber eigentlich nicht intendiert sein dürfte, ist, man kann schon auch bei einer größeren Anzahl Sanktionierter, ungefähr ein Drittel bei den unter 25-jährigen Männern und bei 40% der unter 25-jährigen Frauen, sehen, dass sie sagen, sie würden sich aus den sozialen Beziehungen wegen der Sanktion zurückziehen. Sie sagen auf jeden Fall, sie leben zurückgezogener seit der Sanktion und würden sich nicht mehr so häufig mit Freunden treffen. Und dass sie natürlich mehr Schulden haben, das ist irgendwie naheliegend. Aber das sind Befunde, wo wir genau sehen können, dass tatsächlich die Sanktionen schon auch sehr gravierende Auswirkungen auf die Lebenssituation der Betroffenen haben. Und was nun die Mitwirkung und die Arbeitssuche anbelangt, das ist ja auch schon angesprochen worden. Sie führen sicher bei, je nach Sanktionshöhe, zwischen 30 und 55% der befragten Sanktionierten zu einem Vertrauensverlust, die sagen, ich habe kein Vertrauen mehr zu meinem Berater oder zu meiner Beraterin. Und der Rückzug, dass sie der Aussage zustimmen, sie hätten den Kontakt gänzlich zum Jobcenter aufgegeben, das sagen unter den unter 25-Jährigen 17% und bei den Älteren je nach Sanktionshöhe zwischen 9 und 23%. Dass dieser Anteil nicht höher ausfällt, ist sehr naheliegend, denn es gibt sehr handgreifliche Gründe, den Kontakt zum Jobcenter nicht abzubrechen. Der ist natürlich finanzieller Art. Wir sehen also auch da, dass das schon auch durchaus gravierende Auswirkungen haben kann, diese aktuelle Sanktionspraxis. Und was die Arbeitssuche anbelangt, da gibt es eben zumindest aufgrund dieser Befragungsergebnisse, ich würde sagen, ambivalente Ergebnisse. Insgesamt gibt es keine großen Wirkungen. Es gibt ein bisschen widersprüchliche U25, die zu 100% sanktioniert wurden, sagen, sie hätten etwas verstärkt Arbeit gesucht, und die über 25-Jährigen berichten eher von einer etwas geringeren Sanktion. Vielen Dank. Dann schließen wir diese Fragerunde und kommen zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und es beginnt der Kollege Strengmann-Kuhn. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Da würde ich ganz gerne den Herrn Apel noch mal näher befragen, was die Wirkung der Sanktionen angeht. Sie haben das ja ausführlich in Ihrer Studie und in Ihrer Stellungnahme untersucht. Insbesondere würde mich dabei interessieren, ob die Art und Weise, wie sanktioniert wird, unterschiedliche Wirkungen hat auf die Punkte, die Sie schon genannt haben, und dann vor allen Dingen, was würden Sie denn für Schlussfolgerungen aus Ihren Ergebnissen ziehen, wie die Sanktionen verändert werden müssten, um die negativen Wirkungen, die Sie jetzt eben schon angedeutet haben, nicht mehr zu haben? Ja. Vielen Dank, Herr Apel, nochmal bitte sehr. Kann ich noch fortfahren? Also wir haben auf jeden Fall in unseren quantitativen Befunden eine durchaus ambivalente Wirkungsweise gesehen und könnten nicht sagen so eindeutig, dass Sanktionen nur positiv wirken. Aber man muss auch sagen, sie wirken sind nicht nur schädlich. Ich bin gerade dabei, auch bei einer qualitativen Studie, wo wir uns in Form von Fallstudien in vielen Jobcentern bewegen. Da geht es um die sogenannte Erweiterung der Joboffensive auf weitere Modellregionen, wo in einem sehr
günstigen Beratungs-Betreuungsverhältnis von einer Integrationsfachkraft zu 100 Kunden, wie das im BA-Jargon heißt, eine viel intensivere Beratung und Betreuung möglich ist. Und ich, aufgrund der vielen Gespräche, die ich in dem Zusammenhang geführt habe, würde ich schon die Einschätzung hier wagen und vertreten wollen, dass man sieht, wenn eine günstige Betreuungssituation geschaffen wird, die bedeutet, dass man die zu Betreuenden einmal im Monat ungefähr sieht, tatsächlich auch Eingliederungsvereinbarungen zustande kommen, die auf Augenhöhe passieren. Und meine Vermutung ist, dass in einem solchen Beratungsverhältnis die ungünstigen, unangemessenen Auswirkungen von Sanktionen relativ selten stattfinden dürften. Also ich denke, wenn wir über Sanktionen nachdenken, sollten wir nicht nur über die Höhe der Sanktionen nachdenken, sondern auch in welchen Zusammenhängen diese ausgesprochen werden, inwieweit diejenigen, die sanktionieren, die Lebenssituation der anderen wirklich verstanden haben und einschätzen können, ob das, ich sag mal, Faulheit ist oder ob da Dinge bestraft werden, wofür sie eigentlich professionelle Hilfe bräuchten. Also diese Art von Angemessenheit muss mitbedacht werden, wenn wir über Sanktionen reden. Und ich habe da die Stellungnahme auch vom Deutschen Verein, von Frau Rogge nachgelesen. Und da wird ja auch von Verhältnismäßigkeit nochmal gesprochen, dass das eine sehr wichtige Sache ist. Und wir oder ich habe das sozusagen gesagt, die Sanktionen müssen angemessen sein. Und in dieser Form muss man schon überlegen, wie können wir es auch Beratungssituationen schaffen, in denen angemessen auf Spielregeln geachtet werden kann und in welchen Zusammenhängen kann man davon ausgehen, dass vermutlich Sanktionen ausgesprochen werden, die auch nicht gerechtfertigt sind. Vielleicht erstmal soweit. Vielen Dank. Herr Strengmann-Kuhn, weiter bitte sehr. Dann will ich nochmal nachfragen. Was wären denn dann für Sie angemessene Sanktionen, wie müsste das derzeitige Sanktionsregime verändert werden, um zu angemessenen, diese Angemessenheit stärker rauszukriegen? Herr Apel, bitte. Herr Apel. Das ist auf die Schnelle, finde ich, etwas schwierig zu beantworten. Ich finde, man muss noch mal sehr genau nachdenken, was sagen Zumutbarkeit von Arbeit anbelangt, die in § 10 geregelt ist. Wenn man sieht, dass jemand seine Mitwirkungspflicht erfüllt, indem er entweder hinreichend genügend Bewerbungen tätigt oder die Maßnahmen antrifft, dann darf er im Grunde nicht sanktioniert werden. Man kann das jetzt nicht so pauschal sagen. Also gerade von der Fraktion der Grünen wird ja auch angeregt, ein Moratorium zu veranstalten beziehungsweise die Sanktionen auszusetzen und erst nochmal sich auch empirisch und fundiert mit dem Thema und den Sanktionen auseinanderzusetzen. Dafür würde ich eben auch plädieren, sich die aktuelle Sanktionspraxis nochmal genauer anzugucken und dann zu einem sinnvollen Schluss zu kommen, was eine angemessene Sanktionspraxis sein könnte, unter welchen Bedingungen man sagen kann, dass sie eben nicht angemessen ist. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, nur bis 30% oder sowas, das fände ich jetzt ein bisschen zu schnell. Vielen Dank. Und Herr Strengmann-Kuhn fragt weiter. Bitte. Dann würde ich gerne noch mal Caritas und Diakonie dazu befragen, weil die Wirkungen sind ja die eine Sache. Die andere Frage ist die Frage von Rechten, Sicherung des Existenzminimums, ist ja eben in der Frage der Linken schon angeklungen. Wie Sie das beurteilen, inwiefern die Sanktionen halt das Recht auf Existenzminimum angreifen könnten und wo Sie da Reformbedarf sehen. Die Diakonie hat ja schon gesagt, die würde am liebsten die Sanktionen abschaffen. Wie ist da die Position der Caritas? Und der Michael David hat eben beschrieben, Schritte in die Richtung wären sinnvoll. Was wären da so Mindestvoraussetzungen, damit auch das Existenzminimum gewährleistet ist oder das Recht menschenrechtlich oder auch verfassungsrechtlich? Vielen Dank, Frau Fix, bitte sehr.
Zum Thema Existenzminimum, es ist ja im Moment ein Urteil aus Gotha vorliegend, das vor das Verfassungsgericht gebracht worden ist. Wir sind sehr froh, dass diese Frage verfassungsrechtlich geprüft wird, weil wir auch beim Existenzminimum im Moment sehen, dass die Regelleistungen, wie sie berechnet sind, aus unserer Sicht zu niedrig berechnet sind. Das betrifft sowohl die Frage, wie die Berechnung vorgenommen wurde, also welche Referenzgruppe genommen wurde, verdeckt Arme, die nicht rausgenommen wurde, als auch die Frage der Flexibilität. Was nun die Frage angeht, wie man in der gegenwärtigen Situation damit umgehen soll, sind wir der Meinung, dass die vorherrschende Sanktionierungspraxis in der Hinsicht problematisch ist, dass die Personen eben auch Probleme haben und unter starke Ängste und Sorgen gedrückt werden. Auf der anderen Seite sind wir allerdings auch der Meinung, dass eine gewisse Mitwirkungspflicht gegeben ist. Das heißt also, dass es auch Möglichkeiten geben muss, sozusagen Mitwirkung einzufordern. Wenn das so ist, ist es aber auf jeden Fall erforderlich, dass Fördern und Fordern in eine vernünftige Balance bringt, dass die Leute vernünftig einbezogen werden mit in die Entscheidung. Das betrifft insbesondere das Thema der Eingliederungsvereinbarung und dass es auch entsprechende Angebote, Förderangebote gibt, denn ohne Förderung kann man auch kein Fordern so einbeziehen. Also es muss die Balance zwischen Fördern und Fordern hergestellt werden. Vielen Dank. Und Herr David, ganz kurz bitte. Ja, der Widerspruch lässt sich natürlich nicht auflösen. Es lassen sich aber Schritte gehen. Das, was am drängendsten ist, ist natürlich, die Kosten der Unterkunft auszunehmen von der Sanktionierung. Die Sonderregelungen für unter 25-Jährige müssen entfallen. Es geht nicht, dass Eingliederungsvereinbarungen abgeschlossen werden, in Anführungsstrichen, ohne dass beide Seiten zugestimmt haben. Und eine Sanktion über 30% ist nach unserer Ansicht in keinem Fall zulässig. Jede Sanktion muss aber auch immer von Sachleistungen begleitet sein, weil ansonsten tatsächlich basale Mängel da sind und das Lebensnotwendige nicht mehr beschafft werden kann. Das wären Schritte dahin, zu einer repressionsärmeren Grundsicherung zu kommen. Vielen Dank. Dann gehen wir wieder zur nächsten Runde über der Fraktion der CDU-CSU und es beginnt der Kollege Zech. Bitte sehr. Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich habe eine Frage an die beiden Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, Frau Göppert, Herr Dr. Mempel. Könnten Sie uns bitte mal berichten, wie denn in der Praxis Sie mit den Sanktionen umgehen, wie Ihre Mitgliedsunternehmen hier Erfahrungen haben, auch was die Häufigkeit der Sanktionen betrifft im Zusammenarbeit mit der Bundesagentur, auch die Begründung dafür. Und wie die Zusammenarbeit überhaupt mit der BA oder mit den Agenturen vor Ort funktioniert. Vielen Dank, Frau Göffert, bitte sehr. Ja, die Berichte aus der Praxis sind, was speziell jetzt die Sanktionsmöglichkeiten der unter 25-Jährigen angeht. Das ist eigentlich die Grundlage dessen, was wir vorher gesagt haben. Also nicht Abschaffung der Sanktionen, aber Angleichung an die der Erwachsenen, weil das sehr, sehr bürokratisch ist, diese Sanktionen überhaupt durchführen zu können. Die Zahl der Sanktionen ist ja relativ gering. Also wir reden da ja um etwa 3%, meine ich, muss man auch immer bei der ganzen Diskussion im Auge behalten, dass wir ja nicht die gesamten Leistungsbezieher mit Sanktionen überziehen. Aber der Wunsch aus der Praxis, es handhabbarer zu machen als bislang, der ist schon da und das betrifft insbesondere die unter 25-Jährigen. Ansonsten ist die Zusammenarbeit in den Jobcentern mit der BA, hören wir jetzt keine Klagen, was Sanktionen angeht. Auch bei den Optionskommunen, die ja selber dafür zuständig sind, braucht man ja die Frage nicht zu beantworten, wie die Zusammenarbeit mit der BA ist. Das machen die ja selber. Also da haben wir jetzt keine Klagen gehört. Klagen nur im Hinblick auf Vereinfachungen, was bürokratischen Aufwand angeht. Vielen Dank, Herr Mempel, bitte sehr. Ja, ich möchte das kurz noch ergänzen. Ich hatte eingangs erwähnt, dass die Sanktionsquote im letzten Jahr 3,2% betragen hat, also relativ übersichtlich der Stellenwert in den Jobcentern vor Ort ist. Das betrifft gemeinsame Einrichtungen wie Optionskommunen. Dazu sind 3/4 der ausgesprochenen Sanktionen auf Meldeversäumnisse zurückzuführen, also betreffen nur 10% Leistungskürzung. Insofern spielen Sanktionen im Arbeitsalltag der Jobcenter natürlich eine Rolle, aber nicht eine herausgehobene Rolle.
Wichtig ist uns hier bei dem Thema, dass es immer eine Einzelfallbetrachtung des einzelnen Leistungsberechtigten angesagt ist. Dass es immer, völlig richtig gesagt von den Vorrednern, auch immer um Einzelschicksale geht, um Motivation zur Arbeitsaufnahme, zur Kooperation geht. Insofern ist das Instrumentarium, was wir haben, mit Augenmaß weiterzuentwickeln, also was eben die Angleichung U25, Ü25 anbelangt, was zum Beispiel dann auch den Verzicht auf Aufrechnung bei Sanktionierungen anbelangt, was den Ausschluss von Kürzungen bei den Unterkunftskosten anbelangt. Und wichtig ist dabei eben, dass die einzelnen Jobcenter-Mitarbeiter etwas vorfinden, ein Instrumentarium an der Hand haben, mit dem sie eben den Einzelfall, also dem Einzelnen, gerecht werden können. Und da denke ich, dass anders als vielfach hier gehört, das Instrumentarium, wenn man es weiterentwickelt, hier und da punktuell sehr wohl dazu geeignet ist, dem Einzelfall nach wie vor gerecht zu werden. Man hat eine Eingliederungsvereinbarung, die man im Grunde mit zwei Seiten schließt, Jobcenter mit dem Einzelnen. Man hat über den wichtigen Grund, wie ich sagte, auch eine Möglichkeit, auf psychische, familiäre, sonstige Probleme einzugehen. Und insofern kann das der Gesetzgeber der Verwaltungspraxis dann vor Ort auch ein Stück weit nicht abnehmen, nämlich verantwortungsvoll mit den Möglichkeiten umzugehen. Klar, das Gesetz ist an der Stelle nicht als Ermessensregelung ausgestaltet, also wenn Pflichtverletzung dann, das ist zwingend, aber auf der Seite des Tatbestandes sozusagen, bei der Schaffung von der tatbestandlichen Voraussetzungen, zum Beispiel bei der Eingliederungsvereinbarung, da ist unsere Wahrnehmung, dass das sehr verantwortungsvoll und auch sehr bezogen auf den Einzelnen und die Probleme des Einzelnen ausgerichtet passiert. Als nächster fragt der Kollege Bittecker, bitte sehr. Der muss dann erst auf seinen Platz und jetzt ist er dran, bitte sehr. Frau Vorsitzende, ich habe eine Frage einmal an die BA und an das IAB. Und zwar wurde festgestellt, dass in der Studie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik im Jahr 2013 die Sanktionierten eingeräumt haben, also die SGB-II-Bezieher eingeräumt haben, dass die Notwendigkeit einer Androhung von Sanktionierung und die Sanktionierung selber notwendig wäre für eine Disziplinierungsmaßnahme. Wie würden Sie diese Aussage beurteilen, dass schon eben genau diese Androhung von Sanktionierung eben diese disziplinierende Wirkung hat und deshalb die Bereitschaft auch erhöht ist, zu kooperieren? Vielen Dank, Herr Schweiger, bitte sehr. Ich versuche es nochmal mit dem alten Mikro. Ich glaube, man kann Ihre Hypothese... Entschuldigung. Ich denke, man kann Ihrer Hypothese zustimmen, dass sozusagen eine vorbeugende Wirkung in Richtung der Beförderung von Mitwirkung, dann, wenn es auch notwendig wird, wenn die Aufforderung zur Mitwirkung erfolgt, hier tatsächlich zu verzeichnen ist. Allein durch das Bestehen der geltenden Sanktionsregelungen, der Mechanismen, die da sind, dafür spricht ja nicht zuletzt auch hier die mehrfach bereits erwähnte Zahl von 3% oder nur 3% der Leistungsberechtigten, die von der Sanktion betroffen sind. Umkehrschluss, 97% aller Leistungsberechtigten sind nicht von Sanktionen betroffen. Und wenn ich vielleicht noch einen Blick auf die Anzahl der Widersprüche und der Klageverfahren im Bereich Sanktionen werfen darf, um Ihr Bild da abzurunden. Wir haben da auch relativ geringe Zahlen, noch dazu jedenfalls von 2013 auf 2014 rückläufig in beiden Bereichen, sowohl was Widersprüche wie auch was Klagen angeht. Und ich denke, das spricht doch einmal für ein entsprechend verantwortungsbewusstes Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern, aber auch für ein Verständnis auch der Leistungsberechtigten von den Regelungen und den Konsequenzen, die zu erwarten sind bei Nichtbefolgung. Danke, Herr Ballwey, bitte sehr. Ja, was die Frage angeht, wie weit Androhung tatsächlich dann auch zu verändertem Verhalten führt, haben wir keine, das hat Herr Abel eben schon, haben wir keine harten Befunde. Dazu müsste man im Grunde tatsächlich eine Vergleichssituation herstellen, fast schon so etwas wie ein Experiment, um letztendlich herauszubekommen, was tatsächlich also von einem solchen System ausgeht. Das ist natürlich jetzt schlechterdings fast auch unmöglich. Wichtig ist natürlich, dass man konzeptionelle Überlegungen natürlich anstellen kann über Anreizeffekte
Und da ist natürlich ganz entscheidend, wie letztendlich diese Ex-ante-Wirkung, also diese Androhung konkret aussieht. Dabei ist ja nicht nur wichtig, wie wahrscheinlich letztendlich die Sanktionierung ist am Ende des Tages, sondern es ist natürlich auch wichtig, ob dann tatsächlich auch sanktioniert wird. Also beides zusammen führt letztendlich dann dazu, dass jedenfalls aus solchen Überlegungen heraus dann am Ende systemkonformes Verhalten resultiert. Vielen Dank. Als nächste fragt die Kollegin Letzius. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen gehen an Herrn Schweiger, Dr. Markus Mempel und Frau Göpert. Als Wirtschaftsmediatorin möchte ich mal noch einen anderen Aspekt einbringen. Und zwar waren immer hier Überlegungen im Raum zur Entschärfung der Sanktionsdebatte, sogenannte Ombudsstellen einzurichten oder Ombudsleute zu berufen. Halten Sie solche Stellen angesichts der bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten für sinnvoll? Und was würde die Einrichtung solcher Stellen für das Verwaltungsverfahren und die Rechtssicherheit bedeuten? Vielen Dank, Herr Schweiger, bitte sehr. Nehmen Sie direkt das Richtige. Ja, vielen Dank. Ich denke mal, da gibt es mehrere Punkte, die ich gerne festhalten würde. Einmal ist Beratung ja originäre Aufgabe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter im SGB I verankert. Wenn ich an Ombudsstellen denke, muss ich an eine kostenintensive Parallelorganisation denken. Die Komplexität des Rechts verlangt viel Fachkompetenz, die hergestellten, erhalten und auch adäquat, meine ich, entlohnt werden muss. Und in irgendeiner Weise muss dann auch der entsprechende Mehraufwand, der dadurch generiert würde, wenn ich solche Ombudsstellen einrichte, in irgendeiner Weise vergütet werden und entlohnt werden. Ich frage mich, welche Empfehlungen, was das Rechtliche angeht, welche Wirkung Empfehlungen, was das Rechtliche angeht, von solchen Ombudsstellen haben sollen. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, zumal wir da doch auf Konflikte mit den Widerspruchsverfahren, aber auch mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit hineinlaufen dürften. Ich meine auch, das ist ein weiterer Punkt, dass solche Ombudsverfahren durchaus auch die Verwaltungsverfahren bzw. Widerspruchsverfahren verlängern dürften. Ich meine mich zu erinnern, es gab mal in den 80er Jahren sogenannte, nicht ganz vergleichbar, Widerspruchsausschüsse zu Sperrzeiten im damaligen Arbeitsförderungsgesetz, also in der Arbeitslosenversicherung. Die hat man relativ schnell wieder abgeschafft, weil man gesehen hat, dass hier doch ein ganz erheblicher Verwaltungsaufwand durch das ganze Verfahren der Aufbereitung der Information, der Transportation der Information, der Verarbeitung der Information von speziellen ausgelagerten Stellen außerhalb des normalen Verwaltungsverfahrens eben vorgehalten werden muss. Ein letzter Punkt ist, das will ich hier gerne betonen, dass ich meine, die Rechtsschutzmöglichkeiten sind doch durchaus ausreichend. Wir haben die Widerspruchsverfahren, wir haben anschließend die Möglichkeit, in ein Klageverfahren zu gehen. Wir haben die Möglichkeit, auf dem ganz normalen Beschwerdeweg an die Behördenleitungen zu gehen. Last but not least haben wir noch zusätzlich das Petitionsverfahren an Sie, sozusagen die Abgeordnete des Bundestages. Davon wird ja auch Gebrauch gemacht und das funktioniert aus unserer Sicht. Vielen Dank, Herr Mempel, bitte sehr. Ich möchte mich mit wenigen Worten den Ausführungen meines Vorredners anschließen und nur kurz hinzufügen, dass Betrachten des Einzelfalls, das Gerechtwerden eines jeden einzelnen Schicksals, kann keine Ombudsstelle dem Fallmanager, dem Mitarbeiter im Jobcenter abnehmen. Also wir denken, das verschiebt im Grunde auch Verantwortung, ja, und macht den Mitarbeiter, der eigentlich über Inhalte der Eingliederungsvereinbarung beispielsweise zu entscheiden hat, ein Stück weit auch von der Verantwortung hier eine gute Lösung und auch für den Leistungsberechtigten akzeptierte und wirkungsvolle Lösung hinzubekommen. Insofern sind wir klar gegen Ombudsstellen. Zudem auch mit dem Rechtsschutzargument. Wir haben Widerspruch, wir haben Klage. Darin kann alles vollumfänglich gerichtlich überprüft werden oder im Verwaltungsverfahren nochmal überprüft werden. Da bedarf es keiner weiteren Instanz. Danke. Vielen Dank. Die Uhr da oben ist zwar kaputt, aber wir haben es im Blick gehabt und die Runde ist jetzt beendet. Deshalb gehen wir jetzt über zur nächsten Runde. Das ist die Runde der Fraktion der SPD und da beginnt die Kollegin Schmidt. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte gerne den Deutschen Gewerkschaftsbund und die Bundesagentur für Arbeit fragen, und zwar, ob Sie sich vorstellen können, dass Verbesserungen im Beratungs- und Eingliederungsprozess dazu beitragen können, dass die Betroffenen ihre Mitwirkungspflichten besser kennen, verstehen und akzeptieren und es in der Folge daraus seltener dann zu Sanktionen kommt und die Frage, wie denn diese Verbesserungen aus Ihrer Sicht aussehen könnten.
Herr Kolff, bitte sehr. Die Verbesserungen sind aus unserer Sicht dringend notwendig, auch unabhängig von der Frage der Sanktionen. Wir brauchen Verbesserungen in den Jobcentern beim Personal. Die Personalausstattung ist ein Riesenproblem. Wir haben Probleme bei den Eingliederungsmitteln, eine Unterfinanzierung im Hartz-IV-System. Und wir haben diese Asymmetrie der Rechte und Pflichten bei den Hilfesuchenden. Also so gut wie keine Rechte und sehr viele Pflichten. Das sind die drei Kernprobleme. Und wenn es gelänge, da Bewegung reinzubekommen, in Richtung gleiche Augenhöhe, Hilfeempfänger und Fallmanager, dann würden wir indirekt sehr viel erreichen, Richtung auch bessere Eingliederung. Und es wäre auch hilfreich im Sinne der Sanktionsvermeidung, wenn die Hilfeempfänger das Gefühl hätten, dass sie tatsächlich gefördert werden und auf Augenhöhe behandelt werden, mit Respekt. Mehrmals ist das schon die Eingliederungsvereinbarung angesprochen worden. Das muss so gestaltet werden und so ist es heute nicht, dass es wirklich ein Vertrag ist mit Rechten und Pflichten auf beiden Seiten. Und es nicht dazu dient, einseitig vom Jobcenter hoheitlich von oben herunter vor allem Pflichten des Hilfeempfängers durchzusetzen. Also da muss die Balance im Verhältnis zwischen Fallmanager und Hilfeempfänger, die muss hergestellt werden, die ist im Moment nicht gegeben. Vielen Dank, Herr Schweiger, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Was haben wir momentan in der gegenwärtigen Praxis im Wesentlichen? Natürlich eine schriftliche Rechtsfolgenbelehrung bzw. eine Belehrung allgemeiner Natur im Merkblatt Grundsicherung. In allen Vermittlungsvorschlägen, in Eingliederungsvereinbarungen finden sich entsprechende Rechtsfolgenbelehrungen zu dem, was an Konsequenzen auf die Betroffenen zukommen könnte, wenn sie ihren Obliegenheiten nicht nachkommen. Ich räume ein, das ist teilweise sehr kompliziert in der Formulierung, teilweise sehr lang in den Texten. Und aus diesem Grunde haben wir ja auch gemeinsam mit anderen in dieser Arbeitsgruppe Rechtsvereinfachung des Leistungsrechts stark mit dafür plädiert und darauf hingewirkt, dass Vorschläge angenommen werden, die zu einer deutlichen Vereinfachung, also auch einer deutlichen Verständlichkeit des Rechts der Sanktionen, aber auch in anderen Feldern des SGB II führen sollte. Angesprochen wurde die Vereinheitlichung oder Vereinfachung der Minderungsbeträge, dass man nur noch einen einheitlichen Minderungsbetrag beispielsweise macht bei Sanktionen, unabhängig vom Lebensalter, von Wiederholungstatbeständen. All das trägt zu einer höheren Rechtssicherheit, höheren Verständlichkeit bei. Natürlich ist es so, da gebe ich Ihnen recht, Verbesserungen im Beratungsprozess führen auch zu einer besseren Verständlichkeit von Regelungen beziehungsweise dem, was möglicherweise auf die Betroffenen zukommt. Wir haben ja hier begonnen, die Kompetenz unserer Vermittlungsfachkräfte über den Prozess BKSGB II zu verbessern. Wir werden demnächst eine Pilotierung starten zur Verbesserung der Beratungskompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Leistungsbereich, um auch da in diesem doch relativ großen Personalanteil auch noch auf Verbesserungen hinzuwirken. Aber last but not least, wir meinen, ein sehr, sehr gewichtiger Beitrag kann geleistet werden, wenn man sich des Themas Rechtsvereinfachung durch das Hohe Haus annimmt und sich diesem Projekt mal näher stellt, der ja schon seit mehreren Monaten auf dem Tisch liegt als Vorschlag. Danke. Das ist unser Vorhaben in diesem Ausschuss. Dankeschön. Herr Rosemann, bitte sehr. Ja, meine Frage geht an Frau Dr. Fix. Über die Eingliederungsvereinbarung ist ja jetzt schon mehrfach gesprochen worden. Können Sie uns mal aus Ihrer Erfahrung darstellen, wie die Eingliederungsvereinbarung derzeit eingesetzt wird und wie das Verfahren ausgestaltet sein müssen, damit die Eingliederungsvereinbarung wirklich ihren Zweck erfüllt? Frau Fix, bitte sehr. Ja, also aus unserer Sicht sind die Eingliederungsvereinbarungen ein relativ wichtiger Faktor, weil man dadurch Verbindlichkeit herstellen kann. Die Problematik in der Praxis ist aber, dass es eher mit standardisierten Eingliederungspraxiszielen gearbeitet wird, die Eingliederungsvereinbarung relativ wenig individuell ist. Die Pflichten der Personen sind in der Regel immer relativ konkret ausgestaltet. Anders sieht es aus mit den Pflichten, die auf Seiten des Jobcenters gemacht werden. Die sind relativ vage häufig formuliert. Die Personen, die die Eingliederungsvereinbarung unterschreiben, sehen sich oft genötigt, Dinge zu unterschreiben, die sie selber gar nicht akzeptieren, die sie auch nicht als zielführend erkennen. Und das Grundproblem ist dabei einfach, dass die Eingliederungsvereinbarungen nicht auf der Augenhöhe ausgehandelt wurden. Wichtig wäre
aus unserer Sicht, dass es eine gemeinsame Erarbeitung gibt, dass passgenaue Eingliederungsleistungen vereinbart werden können, dass auch das Personal entsprechend qualifiziert ist und viel Zeit auch mitbringt, um diese Eingliederungsvereinbarung zu machen. Und was auch vom DGB gerade gesagt wurde und auch von der Diakonie schon gesagt wurde, dass wir eben auch hinreichend Fördermittel zur Verfügung haben, Förderangebote haben. Das gilt insbesondere auch bei den Jugendlichen, dass die Förderangebote so sind, dass sie aus allen Hilfebereichen, die notwendig sind, zusammengebracht werden. Dann kann es auch zielführend sein, eine gute dann ist es auch zielführend, eine gute Eingliederungsvereinbarung hinzukriegen, wenn sie eben gemeinsam erarbeitet wird. Vielen Dank. Und der Kollege Paschke kann noch eine kurze Frage stellen. Ja, dann mache ich es auch kurz. Ich will noch mal zurückkommen auf die Ombudsstellen, die Sie vorhin schon erwähnt haben, Frau Dr. Fix. Können Sie mir sagen, welche Rolle die spielen könnten und ob Sie die für sinnvoll halten? Bei den Ombudsstellen sind wir auch der Meinung, dass sie sehr sinnvoll sind, sie einzurichten, im Gegensatz zu dem, was durch meine Vorredner gesagt wurde. Die Bescheide sind oft sehr umfangreich, sehr schwer verständlich. Die Kommunikation mit den Jobcentern ist auch nicht immer sehr einfach. Die telefonische Erreichbarkeit ist nicht gegeben. Häufig ist auch sehr wenig Zeit vorhanden, diese Erläuterungen und Beratungen entsprechend durchzuführen. Und ein großes Problem ist auch das, was ich vorhin angesprochen habe, das Vertrauensproblem. Vor diesem Hintergrund sind wir der Meinung, dass die Ombudsstellen eine wichtige ergänzende Funktion zur Beratung haben sollten. Ich bin aber ausdrücklich der Meinung, dass es eben ergänzend zum Jobcenter ist, dass es freiwillig sein soll. Und wenn diese beiden Faktoren gegeben sind, sehe ich auch nicht die Problematik, dass es zu großen Rechtsverzögerungen oder dergleichen kommt, weil eben die Personen auf die Art und Weise eine zweite neutrale Beratung erhalten. Zudem haben wir ja mit den Ombudsstellen durch den Ombudsrat, den es ja im SGB II gab, auch schon die Erfahrung, dass es auch sinnvoll ist, in so einer Stelle Problemfälle zu sammeln und Problemkonstellationen zu sammeln, die man dann besser bearbeiten kann. Also unter dem Umstand auf jeden Fall ja, Ombudsstellen bitte regional einrichten. Vielen Dank. So, jetzt haben wir immer noch eine freie Runde. Ich bin aber gebeten worden, noch mal darauf hinzuweisen, dass einige Fraktionen jetzt schon Sondersitzungen haben. Deshalb halten wir uns auch an die 5 Minuten. Herr Whittaker und Herr Strengmann-Kuhn haben sich gemeldet. Herr Whittaker. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Frau Göppert, an Herrn Dr. Mempel und an Herrn Schweiger. Das ist ein bisschen viel für die freie Runde. Suchen Sie sich einen aus, dann kriegen wir alle 3 Wortmänner noch hin. Dann wäre es am ehesten an den Herrn Schweiger. Und zwar gibt es ja durchaus die Möglichkeit nicht, oder gibt es die Idee, zu sagen, dass man die Sanktionierungen nicht ausspricht, sondern dass man sie als eine aufschiebende Wirkung macht. Das heißt, die Gelder werden so lange vom Jobcenter einbehalten, bis derjenige, der sanktioniert wird, sich quasi im Jobcenter selber meldet zu einem 4-Augen-Gespräch und dann die Gelder nachträglich freigegeben werden. Halten Sie dies für eine Möglichkeit, die quasi eine Stufe vor der Sanktionierung geschaltet werden könnte und trotzdem die Mitwirkungsbereitschaft der SGB-II-Empfänger erhöhen würde? Herr Schweiger, bitte sehr. Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden, dass Sie meinen, es sei erwägenswert, die Frage der Aufschiebewirkung von Widersprüchen anzuordnen. Nein, sondern nein. Die Sanktionierung wird nicht ausgesprochen, sondern es werden einfach nur die Gelder einbehalten, bis derjenige sich meldet und dann das Geld ausgezahlt wird, wenn er sich gemeldet hat. Ja, vielen Dank. Also der Weg der vorläufigen Zahlungseinstellung, wie es schon das SGB III im Bereich der Arbeitslosenversicherung gilt, wenn man so will, auf Vorrat quasi. Wir halten so eine Maßnahme nicht unbedingt für förderlich gleich von Anfang an sozusagen im Bereich der Meldeversäumnisse. Ich denke auch, man könnte durchaus daran denken, eine solche Maßnahme vorzunehmen, analog der Regelung im SGB III, sagen wir, ab dem 3. Meldeversäumnis. Einen entsprechenden Vorschlag haben wir auch in die Arbeitsgruppe hereingebracht. Wir würden davon ausgehen, dass insofern durchaus ein entsprechendes Verhalten, also das Kommen der Betroffenen, mitbewirkt werden könnte, verstärkt bewirkt werden könnte. Vielen Dank, Herr Strengmann-Kuhn, bitte sehr. Ja, ich würde da noch mal eine Frage stellen an den Vertreter der Diakonie zu dem Punkt, wie wirken Sanktionen eigentlich auf diejenigen, die jetzt nicht direkt sanktioniert werden, weil dass es Sanktionen gibt, betrifft ja nicht nur die 3%, die sanktioniert werden, sondern auch die anderen, die durch Sanktionen bedroht werden. Herr Wallwey sagte, empirische Untersuchungen gibt es dazu nicht, aber vielleicht gibt es aus der Praxis oder aus anderen Quellen Erfahrungen damit, wie die Sanktionen bei denen wirken, die nicht sanktioniert werden. Herr David, bitte sehr. Also Sanktionen erhöhen nach der Erfahrung unserer Beratungsstellen die Bereitschaft, prekäre und nicht tarifliche Arbeitsverhältnisse zu geringen Stundensätzen anzunehmen und wirken
führen zu einer Situation, wo schlechte Arbeitsverhältnisse bezuschusst werden und die Grundsicherung in diesem Fall dann zu einer Art Kombilohn für Arbeitgeber wird. Wir haben die Situation in mehreren Jobcenter-Bezirken, dass die Jobcenter da auch mit guter Kooperation mit der Diakonie gegen Arbeitgeber vorgegangen sind und die dann verklagt haben, die Grundsicherung entsprechend zurückzuzahlen. Das zeigt natürlich, dass diese Steuerungsproblematiken, die wir bei der Sanktion haben, natürlich dann hinten noch einen Rattenschwanz nach sich ziehen. Wir haben heute 20% der erwerbsfähigen Bevölkerung, die immer wieder zwischen prekärer Beschäftigung und Hartz IV hin und her pendelt. Und da brauchen wir Instrumente, dass die Leute auch dauerhaft aus der Armut rauskommen. Vielen Dank, Herr Rosemann, bitte sehr. Ja, ich würde gerne Herrn Dr. Apel fragen. Sie haben ja aus Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit auch Erkenntnisse über den Gebrauch von Eingliederungsvereinbarungen. Und ich würde Sie bitten, vielleicht auch noch mal was dazu zu sagen, wie Sie Eingliederungsvereinbarungen in der Praxis vorgefunden haben und welche Empfehlungen Sie haben, um Eingliederungsvereinbarungen besser und effektiver zu machen. Herr Apel, bitte sehr. Ja, danke. Ich kann mich ziemlich an das anschließen, was zu den Eingliederungsvereinbarungen schon gesagt wurde. In der Regel sind das sehr kompliziert zu verstehende Aneinanderreihungen von Textbausteinen, die die betreffenden Personen eigentlich nicht verstehen. Meistens, wir haben auch Gespräche geführt mit Leistungsbeziehern, wirklich gar nicht richtig verstehen, was da drin steht. Sie wissen nur, sie müssen es unterschreiben. Also da gibt es sicher noch viel Verbesserungsmöglichkeiten, das eben individueller zu gestalten. Insbesondere gerade wenn eben ein vernünftiges Betreuungsverhältnis besteht, kann man auch sehr individuell darüber sprechen und das wird dann auch gemacht. Wir haben sehr viele sehr kompetente und motivierte Integrationsfachkräfte angetroffen, branchenspezifisch und auf den aktuellen Arbeitsmarkt abgestimmte Vereinbarungen zu treffen, wie häufig man sich bewerben soll. Das gibt es schon, aber unserer Erfahrung nach ist da schon noch viel Verbesserungsbedarf. Und Frau Tank noch für eine kurze Frage, dann war jede Fraktion einmal dran. Bitte sehr. Danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Diakonie. Herr David, die Diakonie formuliert in ihrem Stellungnahme, dass eine neue Ausrichtung der Grundsicherung über die Sanktionsregeln hinaus notwendig sei. Könnten Sie bitte die Kernelemente und die Maßstäbe aus Ihrer Sicht darstellen? Ich versuche es im Staccato. Wo wir heute einen massiven Mangel haben, ist, dass wir soziale Hilfen nicht gut beschreiben können, die keiner unmittelbaren arbeitsmarktpolitischen Logik unterliegen. Wenn eine Person 12 Schritte vom Arbeitsmarkt entfernt ist und sich auf 10 Schritte ranrobbt, können wir das heutzutage mit den Leistungskennziffern nicht erfassen. Das zeigt, dass wir auch andere Maßstäbe brauchen, wo einfach soziale Teilhabe und die soziale Situation der Betroffenen verbessert wird und wir nicht allein von schnellen Vermittlungszahlen hergehen können. Vielen Dank. Ich danke den Sachverständigen sehr herzlich, ich danke den Abgeordneten, ich danke der interessierten Öffentlichkeit für diese Anhörung. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Es kam in mehreren Wortbeiträgen zum Ausdruck, dass ja Vorschläge auf dem Tisch liegen für die Rechtsvereinfachung im SGB II, die wir hier sicherlich auch noch ausführlich weiter im Bundestag behandeln werden in diesem Ausschuss. Ihnen allen herzlichen Dank. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit und allen Abgeordneten noch eine spannende, interessante und hoffentlich erfolgreiche Woche. Vielen Dank und ich schließe die Anhörung.